kauf jetzt, du doofer Kunde, kauf, kauf, unsere Sales-Ziele, kauf. Bleibt ein Geschmäckle über. Die Customer Journey, finde ich, greift in vielen Unternehmen, wenn sie durchdacht wird, immer bis zum ersten Kauf. Aber man verdient nicht bis zum ersten Kauf, man verdient ab dem ersten Kauf. Und ich sehe es oft in Unternehmen, dass die Unternehmen immer genau bis dahin denken. Wie kriege ich es hin, dass der Kunde kauft? Das ist überhaupt nicht das, worum es geht, weil danach passiert die Magie. Danach lernt der Kunde das Produkt kennen oder die Dienstleistung. Danach kriegt man irgendwie so ein Zucken im Herz hin und der Kunde sagt, ach, das ist aber nett. Ach, das ist aber schön. Ach, guck mal, kann ich gebrauchen? Hat nicht mein Nachbar vor kurzem gesagt, ich glaube, ich empfehle ihm das mal. Dann passiert die Magie. Auf dem Weg zum Kundenherz kann eine ganze Menge schiefgehen. Es kristallisiert sich immer zwei Probleme raus in Unternehmen, an denen es liegt. Das eine ist extrem kurzfristiges Handeln. Die Sales-Ziele stimmen nicht, wir müssen jetzt was machen. Die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Silos, das ist das zweite Problem. Zwischen Bereichen, Abteilungen, Tochterfirmen, Franchise-Unternehmen, die irgendwie dazugehören, aber auch nicht so richtig, Filialen, andere Standorte. Wenn ihre Mitarbeiter anständig miteinander arbeiten, richtig kommunizieren, die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind, dann wird das der Kunde zu spüren bekommen, weil es eben nicht mehr scheppert und der Kunde praktisch von außen einmal mit Marketing spricht und einmal mit Sales. Sales hat doch noch nichts gehört von der neuen Marketingkampagne, da ist aber ein Angebot, die kennen sie noch nicht. Blödes Bild, was man manchmal nach außen gibt. Die Kunst ist es sozusagen, diese ganzen Stellschrauben, die man im Kundenlebenslauf hatte, die auszubalancieren. Erstmal die zu finden und dann diese Stellschrauben einzustellen, weil jeder einzelne Regler kostet Geld. Ist er weit oben, verliert man extrem viel Geld. Die Kunst ist es, ihn da einzustellen, wo es funktioniert. Und warum? Damit sie das Herz des Kunden erobern. Weil der Kunde ist ja so wichtig, der steht ja im Zentrum unseres ganzen Handelns. Der Kunde, der Kunde. Der ist toll, dann kauft er immer, dann haben wir Geld, dann ist alles gut. Und ich sage Ihnen, das ist Quatsch. Es geht überhaupt nicht um den Kunden. Es geht darum, dass der Kunde sich wohlfühlt und auch mal seine Familie und Freunde und Bekannte mitbringt, damit das Ganze nämlich auch noch in der nächsten Generation funktioniert und ihr ganzes Geschäft auch noch langfristig funktioniert.